So, ich glaube, jetzt ist das Bild synchron. Und damit herzlich willkommen zurück zu, ja, The Evil Within. Wir haben ja aufgehört, Entschuldigung. Ich habe immer noch einen Frosch im Hals. Wir haben ja aufgehört, wir haben uns hier verbessert und werden jetzt mal schauen, wie wir hier zurückkommen. Kommen wir einfach hier zurück oder, nee. Weil ich wusste ja beim letzten Mal nicht genau, wie wir zurück... Ah, ich glaube durch den Spiegel wieder. Ich glaube durch den Spiegel. Durch den Spiegel, ja. Jawohl. Da können wir also auch saven und auch uns ausrüsten. Also quasi so ein Save Point. Wie langsam und entspannt er aber auch die Tür aufmacht. Und wir haben in der letzten Folge natürlich auch gesehen, dass wir immer noch im Wald unterwegs sind. Und wir immer noch rausfinden, was hier überhaupt los ist. Sebastian ist ja Detektiv geworden vor kurzem. Und... da ist schon wieder eine Hütte. Und ihr seht es, mittlerweile ist es auch schon dunkel bei mir. Ihr seht es, im Hintergrund sind bei mir keine Rollos mehr unten. Oder keine... Nimmt er jetzt wieder... Ah, jetzt nimmt er wenigstens wieder die Lampe auf. Ja, ich hatte eine kleine Aufnahmepause gemacht. Was ist denn da unten los? Ich werde mal ganz schnell in mein Inventar schauen. Wie viel habe ich denn jetzt an Magazinen? 10 ist maximal. Ich habe ein Magazin. Ist das Magazin denn jetzt komplett und null Reserve? Was heißt das denn jetzt? Ich habe nur noch einen Schuss. Denke ich mir mal, dass es das bedeutet. Wie kann ich denn die Waffe wegstecken? Wie war das nochmal? Kreis, okay. Hallo? Was? Schleichangriff? R1 und... Achso. Ah, ja. Darf mich natürlich auch nicht sehen, ne? Das ist ja viel, viel wichtiger. Ah, jetzt lernen wir also schleichend zu töten. Viel besser wäre natürlich, dass er uns nicht sieht, ne? Das wäre viel, viel besser. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es... Ja, das war so klar. Er zeigt sogar noch auf uns. Geh weg, du humpelst. Wieso komme ich denn hier nicht weiter? Ah, hier ging es doch weiter. Wieso verfolgt er uns? Geh weg. Alter, ich hau den sowas von... Was auf die Birne? Gib dir einen auf die Birne so, und dann gibst du Sterben und dann gehst du... Oh. Okay, also, Faustschläge, ist nichts für Zombies. Das ist, ja, jetzt einmal eindeutig bewiesen. Das ist nichts für Zombies und, da werde ich doch lieber versuchen, doch schnell wie möglich zu schleichen. Aber wenn er uns gesehen hat, was sollen wir denn dann machen, wenn wir keine Waffe haben? Gut, Munition ist rar, das ist klar. Munition ist rar, das ist so klar. Oh Gott, jetzt fangen wir wieder hier an. Kann ich nochmal rennen? Achso, hier geht nicht rennen. Auf dem Flur wird nicht gerannt. Okay. Am Bingrand wird nicht gerannt. Ist doch genau so ein Dingen. So wie, im Schwimmbad. Meistens immer die Bademeister. Nicht vom Bingrand springen. Okay, okay. Und du kommst da mit deinen Latschen dann so an. Naja. So. Okay, da ist auf jeden Fall... Ach, das ist der Dings. Jetzt weiß ich auch, wer das ist. Das ist dieser, unser... Nein, hoppala. Unser... Ich vertue mich noch mit dem Ducken. Das ist unser, Schützling, nenne ich den mal. Den wir aus der Anstalt da mitgenommen haben. Der in der Warnweste. Töte Gegner, die dich nicht bemerkt haben, blitzschnell von hinten. Der hat mich doch schon wieder gesehen. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, der hat mich doch schon wieder gesehen. Was soll ich denn jetzt machen? Sag mir doch mal einer. Was soll ich denn jetzt machen?
Auch jetzt ist er völlig fertig mit dem Salat. Sebastian! Hallo! Ach, gibt's doch nicht. Muss ich auch noch mein... Oh Gott, auf mein... Komm her, du weißt nicht, wo ich bin. Ich bin im Gras. Entschuldigung. Boah, mir juckt gerade voll die Nase. Ich weiß nicht, warum. Du kannst jetzt auch die Knarre wegstecken, Sebastian. Das hat sich jetzt sowieso erledigt. Toll, wir scheitern schon am Tutorial. Finde ich natürlich super. Finde ich richtig klasse. Und ich habe die Kopfhörer schon wieder so volle Pulle aufgedreht. Das ist so geil. Das heißt, wenn jetzt irgendwas kommt, ich erschrecke mich. Oh, das wäre jetzt der ideale Moment. Schaffen wir es? Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? X war das, ne? Ich glaube, X war drücken. Ich glaube, X drücken sollten wir. Ich glaube, ich werde es mal probieren. Ja. Ja! Jawohl. So, der hat aber... Doch, der hat was dabei. Da können wir was abfüllen, okay. Ich werde den mal jetzt nicht... Wir haben ihn ja in den Kopf gestochen. Ich glaube, der ist safe. Weil man soll ja doch auf Nummer sicher gehen, was die Gegner angeht. Ist schon, sieht schon hübsch aus. Muss man ja mal lassen. Dann schauen wir mal. Genau, nimm mal dein Lämpchen. Ach, da lang rennt er. Wo willst du hin? Ja, wo laufen sie denn? Kontextabhängige Aktion. Steuerung. Kletter X über Hindernisse klettern. Achso, okay. Ich glaube, das mit der Laterne, das war schon in der Einfolge, das war, glaube ich, schon so gewollt. Denn bei manchen Aktionen wird er sie wahrscheinlich dann im Halfter lassen. Vermute ich mal. Können wir die auch. Geht die auch irgendwann mal aus? Ich hoffe nicht. Ich werde die mal sparen. Oh, was ist denn da oben? Leuchtturm? Schade, ich hätte gern ein Fernglas. Ich habe noch nie einen Kirchturm gesehen, der so komisch leuchtet. Oder ihr? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal so einen Kirchturm gesehen habt. Also ich war mal in so einem richtig schönen Kirchturm. Das war in, sollst du nicht auftreten. Was wollte ich sagen? Ich war mal in so einem schönen Kirchturm gewesen. Das war in Bayern. Im Bayerischen Wald. Das war ein richtig schöner Kirchturm. Vor allem die Kirchenmauern waren so richtig schön dekoriert. Oh. Ja, super. Oh. Hey, seid ihr hier aus der Gegend? Ich habe keine Ahnung, wo... Geh nicht weiter. Was? Was? Alter. Alter, was haben die denn? Alter, was haben die denn gesoffen? Alter, was haben die gesoffen? Hat der mich jetzt gesehen? Ich glaube, der hat mich gesehen. Scheiße, der hat mich gesehen. Scheiße, der hat mich. Scheiße, der hat mich. Scheiße, der hat mich gesehen. Scheiße, der hat mich gesehen. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, fuck. Geh weg, 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 geh weg. Oh, 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 oh. Alter, so unbewaffnet war ich im Resident Evil-Spiel noch nie. Also,
Ich hoffe, der hat uns jetzt nicht. Alter, wir haben nichts. Wir haben gar nichts. Wir haben noch nicht mal eine Patrone. Eine zumindest oder so. Wir haben gar nichts. Und ich weiß noch niemals. Und ich will überall hin. Das ist das ja. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Alter. Also so spärlich besiedelt? So spärlich ausgerüstet war ich schon lange nicht mehr in einem Videospiel, aber das gefällt mir. Das ist sehr geil. Denn das macht. Was macht der denn da? Hallo, hallo, andere Richtung. Hallo, ich will andere Richtung gucken, genau. Wo guckt der denn hin jetzt? Ich sehe ihn gar nicht mehr, hallo? Ach, da ist er. Oh, der dreht sich doch bestimmt gleich um. Hundertprozentig. Hallo, hier bin ich. Ja, komm, 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 ja, geh da hin, geh da hin, geh da hin, genau, geh da hin, ja, geh da hin. Schön dahin gehen, schön dahin gehen, genau. So. Noch sieht's gut aus. Da ist aber noch einer. Ich sehe es gerade. Ich will den ja nicht aufscheuchen. Ich will den ja auch cashen. Das ist der, der sich verwandelt hatte vorhin. Durch dieses Licht. Also hat das doch irgendwas mit dem Leuchtturm zu oben zu tun oder mit dem Kirchturm, was auch immer das sein soll. Ich habe keinen blassen Schimmer. Das werden wir aber, denke ich mal, herausfinden. Vielleicht nicht in dieser Folge, aber in einer weiteren. Den schnappe ich mir jetzt. Alter. Ist das gemein? Oh. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hat er schon nachgeladen? Wie lädt man eigentlich nach? Ich muss mal eben ganz schnell schauen, wie ich nachlade. Entschuldigt bitte, aber ich werde mal eben schauen, wie ich nachlade. Nachladen, Viereck, okay. Ah, habe ich schon gedrückt. Hätte ich mal gewartet. So, dann schauen wir uns mal ein wenig um. Können wir hier rein? Die Frage ist, will ich hier rein? Okay, jetzt hat er... Ach so, sobald ich die... Oh, 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 oh. Oh, Streichhölzer. Anzünden? Ja. Nummer sicher gehen. Gehen wir mal auf die Nummer sicher, ja. Sicher sehen. Auf jeden Fall gab es hier noch ein Feuer vor kurzem. Oh, das sieht ja einladend aus, das Bettchen. Das sieht ja sehr einladend aus. Okay, könnten wir uns im Zweifelsfall oder im Notfall verstecken? Boah, wie cool das ist mit diesen Partikeln, die da durch die Gegend fliegen. Wie cool. Das ist richtig geil gemacht. Wo guckt der denn hin? Was ist denn da? Ah, jetzt fängt schon wieder das Jucken an. Das gibt's doch gar nicht. Okay, jetzt ist die Leiche auch weg. Sicher ist sicher. Ja, besser ist. Nachher müssen wir da irgendwie ein Medkit verbrauchen oder benutzen und dann stehe ich nachher da. Nee, lass mal sein. Ich möchte es nicht. Okay. Hier hinter scheint aber nichts mehr zu sein, oder? Das sieht mir verdächtig nach Kraut aus, so wie bei Resident Evil. Könnte ja gut sein, aber... Okay, hier haben wir den Typen erledigt. Wenn wir mal durch die eine Tür nochmal gehen, eben schnell. Wenn wir schon einmal dabei sind. Da geht's, glaube ich, nur nach draußen, ne? Kann das sein? Ja. Okay. Haben wir das Haus auch durchsucht? Das ist super. Haben wir ein paar Sachen... Oh. Ich werde diese Falle mal eben... Wie kann ich die denn... Seit der letzten Folge traue ich mich da wirklich nicht wirklich so ran an die, an diese Fallen. Ihr wisst ja, was, letztens passiert ist. Da hat es nämlich dann, ja, da hat es nämlich dann Bumm gemacht. Ja, da hat es Bumm gemacht. Bumm, bumm. Und dann war es das auch schon.
Deswegen seitdem bin ich da ein wenig vorsichtiger. Nun gut, ich werde mich mal, bevor ich da oben hochgehe, werde ich mal eben kurz zu dem Pier hier gehen. Weil es sieht mir doch verdächtig nach aus, als wäre hier auch vielleicht etwas. Was haben wir denn hier? Der Ring, sie zu knechten. Ich habe gedacht, hier hängt so ein Ring dran, aber... Das ist er ja gar nicht. Alles mit dem, mit der leuchtenden Kirche ist schon verwunderlich. Das ist schon sehr... Spiele ich vielleicht doch gerade Mordors Schatten? Es zieht mich an, wenn ich es nur ansehe. Ah, ich bin erleuchtet. Ich bin erleuchtet. Ja, hübsches Wasser. Black Water oder Dark Water. Kann ich auch jedem ans Herz legen, den Film. Sehr, sehr geil. Dark Water. Cooler Film. Sehr nice gemacht. So. Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Aufnahmepause und dann sehen wir uns in einer weiteren Folge wieder und dann sehen wir, wie es hier spannend weitergeht bei The Evil Within. Also, bis dann. Tschüss.